Peter Schül, Glückwunsch zur Titelverteidigung und das auch noch in Weltrekordzeit. Kaum zu toppen, oder? Ja, schwer zu toppen, ne? Ja. Aber mit einem Weltmeistertitel wären wir auf jeden Fall sehr zufrieden. Wenn das auch noch hinhaut, diese Saison, haben wir alles richtig gemacht. Schül, aber jetzt noch was zum Weltrekordrennen an sich. Hat man das im Boot direkt so gespürt? Nein, also ich denke mal, da spürt man andere Sachen im Rennen. Man achtet auch auf ganz andere Sachen. Natürlich haben wir vorher schon ein bisschen geliebäugelt mit dem Wind, mit dem Wasser hier, dass es vielleicht eine Möglichkeit wäre. Dazu hätten wir aber auch gewinnen müssen. Hat jetzt geklappt. Wir sind natürlich sehr, sehr froh, europäische Bestzeit, Weltrekordzeit aufgestellt zu haben. Das macht uns immer sehr, sehr glücklich und motiviert nochmal zugleich. Und Peter, fühlt sich das dann auch an wie das perfekte Rennen? Viel Wind heißt meistens auch viel Wellen. Dadurch ist das Boot etwas unruhiger als sonst und ist immer so ein zweischneidiges Schwert. Auf der anderen Seite hast du durch die Wellen ein bisschen Probleme, aber der Wind macht dich halt doch schnell und kommt immer drauf an. Manchmal ist es dann auch schon zu viel Wind, dass es halt mit den großen Wellen dich manchmal ein bisschen bremst, aber heute hat es, glaube ich, wirklich alles gepasst. Eine 3,25, 2,5 Sekunden schneller als die alte Weltbestzeit. Weltrekord, wirklich sehr schön.